Cool. Okay, dann kommen wir jetzt. Gibt es dazu Fragen? Nein? Okay. Cool, dann schauen wir uns hier mal segmentierte Netzwerke an. Ja, also wir haben jetzt wieder unser altes Netzwerk, da sind unsere drei Rechner drin, 1.2, 1.6.8, 1.7.1. Die 1 ist das Server, dann haben wir da jetzt mal die 12, die 16 und die 8. Und jetzt haben wir ein anderes Netzwerk, da ist ein anderer Server und der hat sich die 2 gegeben und verbindet sich mit diesem Server von dem ersten Netzwerk. Also dieser Host und dieser Host, die sind beide miteinander verbunden und jeder hat irgendwelche Rechner. Einer hat 8, 12 und 16 und der andere hat 55, 41 und gar nichts. Dann kommt irgendwann noch eine Zahl. Und jetzt habe ich eine in der Mitte und jedes Mal, wenn der in der Mitte irgendein Paket bekommt, also sagen wir mal, der Server Nummer 41 möchte ein Paket an den Server Nummer 16 schicken. Der Client 41 möchte ein Paket an den Client 16 schicken. Dann sagt er dem Typen hier Bescheid und sagt, hier, ich habe hier ein Paket für den 16er. Und er sagt, 16? Ja, ich gucke mal kurz nach, habe ich hier bei mir nicht drin, da frage ich mal den nächsthöheren. Und er sagt, hey du, ich habe hier so ein Paket für die Nummer 16. Und dann muss der hier wieder alle fragen, weil der mit keinem selber direkt verbunden ist, muss er den fragen, hey, hast du jemanden mit 16? Und sagt er, nein, ich habe keinen mit 16. Und dann frage ich den, hast du jemanden mit 16? Er sagt, ja, ich habe jemanden mit 16. Und dann sagt er, okay, ich habe ein Paket für den. Und dann gibt er dem das Paket und der hat dann das Paket für 16, sagt, oh, ich habe hier ein Paket für 16, ich habe auch einen, der 16 heißt, dem gebe ich das. Und wenn wir uns jetzt noch andere Netzwerke vorstellen, dann ist das immer ein sehr hoher Kommunikationsaufwand und der muss sich sehr genau merken, welche Adresse über welchen Host erreichbar ist. Und deswegen benutzt man Subnetzmasken. Und zwar ist die Funktion von der Subnetzmaske zu kommunizieren, welche Teile von einer IP-Adresse fest sind. Ja, das haben wir uns ja eben schon angeguckt. Hier haben wir also 3 Bytes, die festgelegt sind. Und jetzt sagen wir, hey, dieser Teil 1.2.168.172, der ist festgelegt. Genau. Und das heißt, diese 24 Bits, die sind festgelegt. Also wir können 1.2.168.171-24 schreiben. Oder wir können sagen 1.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 
Dann kann ich quasi die Subnetzmaske so festlegen und sagen, hier, ich habe alles Einsen, alles Einsen, alles Einsen, also 255, die sind alle fest und die sind alle frei. Ja, und das wären dann also 24 Bits, die vergeben sind. Ich könnte aber auch sagen 128 Adressen. Und dann sage ich in der Subnetzmaske, hey, diese 1, die ist auch vergeben. Und dann sind nämlich 25 Bit fest. Das heißt, ich kann jetzt nur noch bis 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ne, also bis 127 kann ich zählen. Wenn ich bis 128 zählen wollte, dann bräuchte ich dieses Bit. Das darf ich aber nicht verändern. Also habe ich nur noch genug Platz, um 127 Adressen zu verteilen. Und genauso ist es, wenn ich ein weiteres Bit festlege. Wenn ich 26 Bit habe, dann habe ich nur noch 1, 2, 4, 8, 16, 32. Also bis 63 könnte ich zählen. Bei 64 bräuchte ich dieses Bit. Das darf ich nicht mehr benutzen. Deswegen kann ich nur noch 63 Adressen vergeben. Ja, und so kann ich das immer weiter einschränken. Ich könnte das natürlich auch immer weiter öffnen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich lege nur 16 Bit fest. Na, dann würde hier eine 16 stehen oder ich würde hier die ersten 8 auf 1 setzen und dann könnte ich all diese Zahlen hier an Computer vergeben. Und dann würde ich 1, 2, 1, 6, 8 und von 00 bis 255, 255 könnte ich alles vergeben. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr im Kopf auszurechnen. 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 260, 512, 1024, 2048, 4096, 8000 irgendwas, 16.000 irgendwas. Genau, so an dem Dreh. Nutzen kann, um Netzwerke zu architekturieren. Erstens habe ich, wenn ich mir das jetzt zum Beispiel mal hier anschaue, ja, wir haben das ja mal vorhin gesehen mit besserer Adressverteilung, aber insgesamt haben wir das schon mal gesehen. Wir haben jetzt hier also ein kleines Netzwerk und hier haben wir auch ein kleines Netzwerk. Und dann haben wir hier einen Host, der die beiden Netzwerke verwaltet und sehr wahrscheinlich auch die Verbindung zum Internet liefert. Wenn der jetzt aber kaputt geht, dann ist gar keiner von denen mehr mit dem Internet verbunden. Was machen wir, um das Problem zu beheben? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit ist Redundanz. Das heißt, neben dem verbinde ich weitere mit dem Internet. Und wenn jetzt einer von denen ausfällt, also der hier zum Beispiel, dann habe ich noch die beiden anderen. Was auch gängige Praxis ist, ist, dass ich mir sogar zwei Internetanschlüsse legen lasse und dass ich einen Rechner quasi habe, der einen alternativen Internetanschluss anbieten kann, weil der Hauptanschluss verloren geht. Wenn man sich jetzt zwei Telekom DSL-Anschlüsse verlegen lässt und bei der Telekom geht irgendwas kaputt, ist das nicht so günstig, weil dann auch beide Anschlüsse platt sind. Das heißt, was man zum Beispiel machen könnte, ist jetzt, dass man eine Verbindung quasi über DSL, also Glasfaser, legen lässt und eine Verbindung zum Beispiel über den Kabelanschluss fürs Fernsehen. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, sich dadurch Internet geben zu lassen quasi. Und dann hätte man zwei Anschlüsse. Oder dass man für den Notfall zum Beispiel eine gute Handyverbindung quasi, eine Mobile-Verbindung benutzt, die dann diese Last jedenfalls für einen kurzen Zeitraum wenigstens in dem Mindestmaß stemmen könnte, solange die Verbindung weg ist. Wenn man regulär zwei belastbare Verbindungen hat, kann man aber zusätzlich noch die Gelegenheit gleich nutzen und sagen, hey, Ihr Rechner, wenn einer von euch große Last ertragen muss, weil ganz viele Anfragen aus seinem Netzwerk kommen, über diese Leitung, die er hat, dann soll er einen Teil davon, soll er das kommunizieren an die anderen und einen Teil davon soll dann über die anderen Rechner laufen. Und so kann ich dafür sorgen, dass ich, wenn ich zum Beispiel mehrere Zugänge zum Netzwerk habe, zum Internet habe, dass ich diese dann besser auslaste. Ja, dass nicht irgendwie eine Hälfte meines Netzwerks gerade stillsteht und die andere schläft. Was im Endeffekt gleich aussehen würde. Aber wenn die eine überlastet ist sozusagen und die Verbindung halt nicht mehr ausreicht, während die andere die Verbindung im Moment kaum braucht, dann kann man das verteilen und dann funktioniert das ein bisschen besser. Weil dieser kleine Umweg über den Rechner zum Beispiel, das kann sein, dass da immer noch Zeit gespart wird, als wenn hier so viel steht, dass sozusagen der ganze Verkehr sich stapelt. Genau, und das ist mit Load Balancing gemeint. Das heißt, wenn ich mehrere Server oder Hosts habe, die mit dem Internet verbunden sind und die untereinander die Last aufteilen können. Ja, cool. Okay.